Früher haben sich Rundfunk und Fernsehen und die schreibende Presse noch Mühe gegeben, Dinge zu verpacken und irgendwie glaubhaft zu machen. Das ist so. Früher ist Journalismus noch betrieben worden, so dass man sagen konnte, da ist ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit vorhanden. Was wir jetzt in dieser Sendung erleben, ich begrüße euch herzlich, ist eigentlich die Dreistigkeit in Potenz, und zwar beim Sommerinterview ZDF von Alice Weidel. Sie ist dort interviewt worden. Da ging es unter anderem auch um ausländische Arbeitnehmer. Und so eine Dreistigkeit einer Lüge, ehrlich, das zeigt mir zwangsfinanzierte Fehlinformation, um diesen Pakt, nicht Pakt, diesen Pakt von Politik und Medien aufrechtzuerhalten. Finanziert durch uns, durch Zwangsgebühren, durch unsere Steuern und Abgaben. Hören wir mal kurz rein, was die Moderatorin gesagt hat. Ich habe mir mal Ihre Eröffnungsrede von der letzten Woche beim AfD-Parteitag angehört. Da haben Sie gesagt, und ich zitiere Sie mal: Jeder ist bei uns willkommen, der hier arbeiten will, der sich positiv in unsere Gesellschaft einbringen möchte, der sich an unsere Regeln hält. In derselben Rede sagen Sie sinngemäß: Raus müssen diejenigen, die millionenfach seit 2015 in unser Land reingekommen sind, aus Ihrer Sicht illegal. Das waren, muss man einmal dazu sagen, damals vor allem syrische Kriegsflüchtlinge. Und wenn wir mal auf die Zahlen gucken: 70% der Männer in dieser Gruppe haben heute einen Job, zahlen in die Rentenkassen ein. Die müssen sich also nach Ihrer Rede keine Sorge mehr machen, dass sie nach Syrien zurückgebracht werden. Alice Weidel sagte auf dem Parteitag in Essen: Jeder ist willkommen, der sich in die Gesellschaft einbringt, was ja auch völlig normal ist. Das heißt also, wenn ich in ein anderes Land komme, kann ich nicht sagen, ackert ihr mal für mich und ihr habt meine Werte anzunehmen, wenn jemand zu euch ins Haus kommt, ihr habt eine Party und derjenige sagt: Du, pass auf, jetzt will ich die Musik, die ich will. Und deine Frau hat sich so zu kleiden, wie ich das will. Und dein Kind hat nicht so rumzulaufen, so freizügig. Und du hast auch nicht das zu essen und die Möbel gefallen mir auch nicht. Spätestens dann sagst du: Du Kumpel, pass mal auf, da ist die Tür Abflug. Nein, damit sind wir devot, wir sind tolerant bis zum geht nicht mehr. Was Alice Weidel sagt, ist ja vollkommen richtig. Wenn jemand in unser Land kommt, ist er willkommen. Aber wie kannst du dich in unser Land einbringen? Nicht, dass wir sagen: Was können wir für dich tun, dass du gut leben kannst? Du brauchst eine Wohnung, du brauchst dies. Die alten Menschen, die nehmen wir aus ihren Wohnungen heraus. Wohnheime werden geräumt, Seniorenheime werden geräumt, dass dort Platz ist, weil eben diese Einrichtungen dann mehr Geld durch den Bereich der Asylbewerber oder Flüchtlinge verdienen. Nun sagte sie dann im zweiten Teil dessen: Ja, sie sagten also, Illegale müssten raus. Asyl ist zeitbegrenzt und nicht auf ewig. Dass wir sagen: Nur bleibt mal hier, lebt euch doch, ihr könnt doch hier gerne leben. Und dass wir sagen: Millionenfach reinlassen und dezimiert in Tausenden wieder aus Deutschland versuchen abzuschieben, was nicht funktioniert. Aber jetzt komme ich zu dieser perfiden Lüge. 70% der Männer haben einen Job, zahlen in die Rentenkasse und die sozialen Versicherungen ein. Oha! Und hier, verehrte Zuschauer, hier habe ich die Welt vom Montag, vom 1. Juli. Steuerrabatt für Fachkräfte heißt es dort. Ich darf euch dann Folgendes vorlesen. Davor warnt auch der Unionsvorsitzende Matthias Middelhoff, und zwar für den Steuerrabatt. Zugewanderte Arbeitnehmer anders zu besteuern als die eigenen Leute ist keine gute Idee, sagt der Welt. Jetzt kommt aber der zweite Abschnitt. So arbeiten von den schon seit vielen Jahren in Deutschland lebenden Syrern, übrigens die größte Gruppe der Asylbewerber, lediglich 32% in sozialversicherungspflichtigen Jobs, 52% bezögen Bürgergeld. Also, wir erinnern uns, 70% zahlen in die Rentenkasse ein. Jetzt haben wir aber die neuesten Nachrichten vom 9., Entschuldigung, vom 8. Juli von der Welt und vom Mittelstandssprecher Matthias Middelhoff, CDU. Der sagt klipp und klar: 32, nur 32%, also noch nicht mal ein Drittel, sind in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Und 52% beziehen Bürgergeld. Also ich fühle mich hier sowas von verdummt verkauft. Und hier müssen wir dann merken, was hier einfach passiert. Das ZDF und ARD, ihr gehört schon längst abgeschafft, und zwar in der Form, dass ihr für euer Geld richtig arbeiten müsstet. Ich meine, die Neuen, die jetzt kommen, die kriegen ja bloß noch Honorare für gewisse Sendungen, aber die Älteren, die da sitzen,
Ihr sitzt am Trog, ihr bedient euch von Milliarden und ihr versucht, die Menschen wirklich in einer Art zu beeinflussen, wie es nicht mehr hinnehmbar ist. Und deshalb gibt es uns, deshalb sagen wir danke für die Unterstützung. Aber lasst euch das mal durch den Kopf gehen, was hier gemacht wird und wie versucht wird, eine Alice Weidel niederzumachen. Bloß weil man Angst hat. Die haben nicht Angst vor der AfD, die haben Angst um ihre Jobs. So schaut es aus, weil die nämlich dann sagen, oh, wir verlieren unsere Jobs, unsere gute Dotierung, wir sind in einer Wohlfühlzone mit der Politik. Was Besseres kann uns gar nicht passieren. Danke, sage ich, fürs Einschalten. Bitte zahlreich teilen. Aber hier ist dringend ein Wechsel notwendig und Kampf gegen rechts. Nee, es ist Kampf gegen das Volk und das wollen wir nicht mehr. Danke. Wir schwimmen gegen den Strom. Wir sind im Bundestag und wir sind in den Landtagen. Nur dort kannst du sehen, was für Dreck entgegenkommt. Dank eurer Hilfe, über 3000 Sendungen. Bitte unterstützt uns weiter, dann können wir weiter aufklären und diesen Herrschaften zeigen, das könnt ihr nicht mit uns machen. Danke.